So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, und zwar dieses Mal zu Total War Troja, beziehungsweise Troy auf Englisch ausgesprochen. Wir haben ja auch schon Let's Plays zu Total War Warhammer gemacht und ich dachte, wir machen das gleiche hier auch zu Total War Troja. Wir werden gleich mit Agamemnon spielen. Ich habe hier übrigens schon eine kleine Runde mal vorab gestartet, um zu gucken, wie das mit der Anfangssituation aussieht. Agamemnon werden wir spielen. My wealth. Is legendary. Super. Und das Ganze als Live-Let's Play, das heißt im Stream live gestreamt und für alle Leute, die es nachträglich noch gucken wollen, auf YouTube hochgeladen, je nachdem, wo man es guckt. Eben ist es dann live. Oder halt eben als Video einfach hochgeladen, wie man es von den anderen Teilen kennt. Fragen im Chat werde ich vorlesen, wenn es ums Spiel geht, und dann ja darauf Bezug nehmen. Aber in der Regel ist es immer ein bisschen ruhig, wenn es um Total War geht. Da bin ich einfach gemütlich am Spielen, die Leute gucken gemütlich zu, so wie ein Radio nebenbei. So, ich flitze mal kurz hier rüber. Wir haben hier Fraktionen, König der Menschen, berufe Helden in Positionen an eurem Hof, ernannte Helden, erhalten Boni und verteilen fraktionsweite Effekte. Am Hofe zu sein, erhöht die Motivation eines Helden. Des Löwen Anteil, wir können hier Fraktionen als Vasallen zwingen. Die geben einen Teil der Ressourcen ab, wie man das von anderen Total War-Teilen kennt, also von Rome zum Beispiel oder Three Kingdoms, wo dann Vasallen im Prinzip einen militärischen Verbündeten darstellen, der aber auch noch Tribut zahlt und nicht selbstständig Krieger erklären kann, sondern einfach immer mit uns kämpft. Oder wenn er angegriffen wird, verteidigen wir ihn. Das kann nur Agamemnon tatsächlich, er ist der Einzige, der Vasallen machen kann hier. Special Units, die Wachen von Agamemnon, Agamemnons Gefährten und leichte Wurfspeerträger. Und wegen diesen leichten Wurfspeerträgern spielen wir ihn als erstes. Ich habe mir nämlich eine coole Idee überlegt, wie wir den hier aufbauen werden. Ich würde aber sagen, ja, let's go. Wir spielen auf schwer und schwer und wir erobern jetzt Troja in den nächsten vielen Stunden in diesem Spiel. Sind wir lediglich Spielzeuge der Götter? Oder sind sie ein Vorwand, um unsere eigene Torheit zu rechtfertigen? He's taken her! He's taken my wife! You've risked the safety of Troy. Troy is my home now. You have my oath, brother. She will be returned to you. Brother, I can fight! Go, seek shelter. There'll be plenty of fighting ahead. Helenas Flucht ist eine tiefe Wunde im archäischen Stolz. König Menelaos wird seine Rache bekommen. Und sein Bruder seinen Krieg mit Troja. Genau wie die Götter es wollten. Dam, dam, dam. Ich bin noch kein Profi in Troja, by the way. Wir werden möglichst viel noch nach Missionen arbeiten. Ich habe mal einen relativ großen Lauf gemacht, wo ich weiß, wie was funktioniert. Weit hin herrschend, Agamemnon. Es gibt nur eine Antwort auf die Entführung von Königin Helena. Krieg. Krieg. Brother, your foolish passion has doomed us. Fear not, noble cousins. I stand with you. Dies ist eine schwere Kränkung der goldenen Mykene. Versammelt die Könige Achaeas. Paris Torheit könnte sie überzeugen, ein großes archäisches Reich zu formen. Troy thinks to slight me, but they will pay the price. Ja, yeah, let's go. Euer Bruder Menelaos wird in dieser Sache auf eure bedingungslose Unterstützung bauen. Paris of Troy must pay! Sichert eure Heimat, bevor ihr euch zu Kriegen an anderen Ufern aufmacht. Ja. Die Krieger von Tyrins bekämpfen eure Verbündeten und Vasallen in Treuzen. Sie fechten euren Ruhm und eure Macht an. Dehnt eure Herrschaft aus.
während ihr dafür sorgt, dass die Trojaner für ihre Beleidigung bezahlen. Ja, das werden wir alles tun. So, Spieleigenschaften. Mykene, König der Menschen. Agamemnon kontrolliert seine Staaten mit der Umsicht eines guten Verwalters. Die ihm zur Verfügung stehenden Helden können Regierungsposten übernehmen, um die König und seine Untertanen zu unterstützen. Ah, das ist cool. Hier, das kann man hier oben machen. Des Löwen Anteil, Agamemnon kann andere Fraktionen zu seinen Vasallen machen. Ist eine Fraktion einmal unter seiner Herrschaft, muss diese dem großen König regelmäßig Tribut zollen und alle spontanen Ressourcen nachfragen nachkommen. Vasallen, die er zu sehr ausnutzt, können allerdings rebellisch werden. So, besiege eine Armee, folgende. Das ist diese Armee, die wir besiegen. Da kommen wir gleich dazu. Zuerst mal ganz kurz. Des Löwen Anteil, ja. Des Löwen Anteil ist... Hier sind alle Vasallen aufgelistet. Wir können selber regulieren, wie viel wir rausziehen wollen jede Runde. Das ist die Anzahl an Sachen. Aber wenn wir höher sind, naja, sie fangen uns an zu hassen, ja. Ich lasse das mal ein bisschen weiter unten. Wir kriegen hier viel Gold, ein bisschen Kupfer, ein bisschen Stein. Dieses ganze Gedöns, das ist gut. Wir können einen Vasallen auch sagen, wir hätten jetzt gerne, in dem Moment, Gold. Und dann können wir das in der Runde fordern. Er muss es uns geben. Wenn wir das aber tun... Mögen sie uns weniger. Ist halt so eine Sache, ja? Gut. Dann, König der Menschen, hier können wir verschiedene... Ja, dankeschön, das habe ich noch nie aufgemacht. Verschiedene Posten abgeben. Da muss ein Mindestrang von 8 haben. Hier haben wir Nahkampfabwehr von verschiedenen Einheiten. Baukosten... etc. Rekrutierung. Also hier haben wir die Möglichkeit, Leute einzusetzen, die da ein bisschen Boni geben. Ja, können wir noch nicht machen. Das ist eigentlich so ein bisschen die Spielweise. Ich erkläre noch ein paar andere Basics. Wir haben den göttlichen Willen. Wir können hier Götter mit rituellen Möglichkeiten, eine Hekatombe oder Gebäuden verbessern, dass wir die Gunst dieser Götter kriegen, haben da Boni drauf wie Nahkampfangriff mit Keuleneinheiten oder Geschossschaden von Wurfspeer, da haben wir verschiedene Sachen. Oder wir beten zu einem Gott und dann kriegen wir hier diese Fähigkeiten für 4 Runden. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu erhöhen. Wir machen alles gleich Schritt für Schritt. Zuerst mal kurz in den Forschungsbaum. Eins der wichtigsten Dinge, finde ich, im Forschungsbaum für uns ist, wir brauchen als allererstes mal Holz. Holz ist wichtig, damit wir unsere Siedlungen ausbauen können und so weiter und so fort. Und wir gehen gleich mal ein bisschen Krieg führen. Natürlich selber. Wir hauen dem mal ordentlich aufs Maul. Ich kämpfe das mal kurz selbst, weil bei so knappen Schlachten ist es immer so, dass meistens noch eine Unit stirbt. Und wir brauchen jetzt gerade am Anfang, damit wir gut, schnell unsere Feinde niederschlagen können und uns stabilisieren können in dem ganzen Gebiet, alles, was wir haben. Ich liebe es, wenn du dieses Game spielst. Ich mag das Game selber, aber ich schaue dir noch lieber zu. Dankeschön, Amphi. Freue mich zu hören. Ja, und die Wurfspeere von ihm, die haben eine Reichweite von 115 Metern. Und das werden wir noch verbessern. Wir werden unsere Wurfspeere so gut ausbilden, dass sie in ganz Griechenland gefürchtet werden. Unter den agamemnischen Wurfspeeren. So. Also. Der Feind ist hier. Er hat etwas mehr Distanzkämpfer als wir. Deswegen versuchen wir einen Trick anzuwenden. Ich verstecke die hier. Die werden im Wald bis hier nach vorne laufen. Ich werde, wenn man eine Hauptstreit macht, versuchen, hier runter zu gehen. Also im Prinzip laufen wir hier so.
Wir können diese Kante dann nutzen, dann haben wir High Ground. Wir kommen von oben runter. Und seine Distanzkämpfer, die werde ich versuchen. Wenn sie hier am Kämpfen sind und die Hauptstreitmacht sich hier versammelt hat, dann an dieser, ja, wo es halt runter geht, werde ich versuchen mit ihnen, weil die sind relativ schnell, das sieht man hier drüben, in Geschwindigkeit von 48, ihre Schleuderer einzuholen. Die sind ein bisschen langsamer tatsächlich. So haben wir die Möglichkeit, ihre Fernkämpfer auszuschalten, mit dem High Ground zu arbeiten gegen ihre Infanterie und Agamemnon sollte eigentlich den hier in die Knie zwingen. Das Ganze machen wir ein bisschen schneller. So, die sind nach wie vor noch hier versteckt. Ich werde sie noch ein bisschen weiter nach vorne nehmen, sobald die Hauptstreitmacht ein bisschen näher hier ist. Jetzt seht ihr hier. Ich nehme dieses Screen mal wieder raus, damit man ein bisschen mehr sieht. Oh shit. Warum haben sich die nicht bewegt? Ihr dürft mal kurz nicht schießen, bitte. Die sollen sich wieder im Wald verstecken. Noch nicht entdeckt. Die Speerwerfer, die Plänkler sind am gefährlichsten. Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Immer nicht die. Die. Der Plänkler-Modus noch drin. Das macht nichts, dafür ist er da. Wir ballern hier von der Seite rein. Die wurden natürlich, ich meine, die waren im Sandwich hier. Die wurden flankiert, das Übelste. Down gehen von meinen. Versucht die noch zu. Die dürfen nämlich nicht entkommen hier. Sehr gut. Seht ihr, wie das wunderbar funktioniert? So muss das. Die werden auch durchgehend fliehen. Das ist Miliz. Wie schnell ist die? Das reicht. Die Motivation dürfte gleich brechen. Das hält nicht lange. Wird sich wieder gefasst? Die haben sie wieder gefasst.
Here we go, as always. Very good. Gut. Weg damit. Entschuldigung. Jetzt seht ihr hier, wie so gut wie alles noch überlebt hat. Wir haben sehr, sehr wenig Verluste gehabt. Nahrungsmittel. Wir könnten die Truppen wieder auffüllen. Was gut ist für die nächste Schlacht. Das machen wir. My renown grows. King Agamemnon. So, jetzt rekrutieren wir hier. Mal schnell. Wie hier? Nein, wir nehmen zwei Speerkämpfer mit. Jetzt möchte ich noch einen General rekrutieren, ja? Dafür nehmen wir alle unsere Verbündeten, die wir haben. Und ich meine, weil das ja Untergebenen sind teilweise. Auch wenn es nicht viel ist. So. Dann. I'm sure my brother and I will work well together. Unserem Bruder. Wir machen einfach mal einen militärischen Zugang. Und dafür verlangen wir. Das hier. Weil eine defensive Dings haben wir anyway schon. Yes, we should talk. Von ihnen verlangen wir Holz. Gut, von ihnen kann ich scheinbar nicht wirklich viel verlangen, ne? This is a good time to talk. Ours. So. Okay, ein bisschen brauchen wir noch. Setzt du eher auf Wissenschaft oder auf Militärstärke? Also du meinst Wirtschaft. Ich will eine extrem starke Wirtschaft haben, um auch eine starke militärische Streitmacht aufbauen zu können. Daher ein bisschen beides. Die hatte ich jetzt auch schon gefragt, das ist Odysseus. Take wine with me and we will talk. Also hier unten seht ihr übrigens, das sind die Ressourcen, die sie zu viel haben. Diese Ressourcen geben sie sehr, sehr gerne her. Und die anderen Ressourcen sind die, die sie sehr gerne nehmen. Und wir versuchen natürlich jetzt einfach am Anfang, durch unsere Machtposition, ein bisschen was zusammenzukratzen. Einfach direkt schon am Anfang. We could talk? Yes. Why not? Ja, nicht Angriffspakt mit Achilles. Right away. Dann haben wir hier noch. Einen militärischen Zugang drauf. Na. Mit Achilles. Wir müssen zuerst mal unsere Position hier stärken, das ist mal das Wichtigste. So. Also, und jetzt nehmen wir einen Kriegsherren, einen Kommandanten. Kriegsherren, Kriegstreiber. Wir haben nur den zur Auswahl.
Der mag Aphrodite gar nicht. Der hat ein riesiges Problem mit Aphrodite. Diplomatische Beziehung mit allen Fraktionen. Wachstum. Zufriedenheit pro Nichtangriffspakt 5. Gut, wir werden sie sehr, sehr spät als Dings dazu holen. Wir nehmen ihn. Er ist Kommandant des Kriegsherrn. Er ist gut. Er hat Motivation nach einer gewonnenen Schlacht. Motivation, wenn er Gefangenen nimmt. Das Motivation, nach denen diese Runde beendet hat und Aphrodite von eurer Fraktion respektiert wird, ist nicht so gut für später, aber ja, mal gucken. So, jetzt haben wir diesen werten Herren hier. Der hat die perfekten Werte, dazu komme ich dann später auch noch. Also für mein Vorhaben zumindest. Dann bauen wir hier schon sehr, sehr früh ein Militärlager. Ich zeige das mal schnell, damit wir so schnell wie möglich die leichten Wurfspeerträger rekrutieren können. Ne? Unser Ziel ist nämlich, von denen viel zu haben. Die haben eine Geschossreichweite von 115 Metern, das ist sehr, sehr weit. 18 Munition ist auch sehr, sehr viel. Geschossschaden 38. Je mehr Erfahrungspunkte sie kriegen, desto stärker werden die auch noch. Das sind 120 Mann, die Speere werfen. Das ist eine ordentliche Anzahl an Jungs, die da Speere in die feindlichen Linien ballern. Und das werden wir in voller Gänze nutzen. So, dann kurz zum Aufbau. Wir müssen den archäischen Einfluss erhöhen, damit er sicher hoch genug ist. Das heißt, wir ballern hier die Halle des Stammesfürstes rein. Hier hätten wir Wurfspeerinfanterie, ne? Berühmte Schleuderer oder Bogenschütze. Die brauchen wir alle nicht. Ich lasse das Gebäude aber noch stehen, weil ich hier noch zwei Wurfspeere mache. Einfach damit wir diese Siedlung einnehmen können. Und nachher werde ich es dann abreißen. Wir haben hier drüben noch ein schönes Hütchen. Für das ich aber natürlich viel zu wenig Ressourcen habe derzeit. Ich bräuchte gut Holz. Hier könnte ich bereits, wenn ich Holz habe, was machen. Ich würde sagen, wir versuchen irgendwo noch ein bisschen Holz rauszuleiern. Um das auch noch aufzubauen. So. Wer von diesen Herren hier hat Holz im Überfluss? Er hat Holz im Überfluss. I hope this will be a productive discussion. Und wir könnten natürlich theoretisch hier Holz fordern von unseren Verbündeten. Das machen wir jetzt direkt am Anfang schon. Das ist alles noch erste Runde. Wir haben schon super viel in der ersten Runde gemacht. Muss ich ganz kurz gucken, wo meine Vasallen denn sind. So, jetzt seht ihr hier, ein gieriger Meister, Mykene, minus 50. Das wird aber über Zeit, schwindet das wieder. Wir haben ein Abkommen, das uns 180 gibt. Boni durch die Charaktereigenschaften, da sind wir fast schon bei 200. Dann haben wir Krieg mit einer Fraktion, mit denen auch sie Krieg haben. Das findet er alles super toll. Da ist er super happy. I expect a profitable meeting. Na, das nehmen wir doch. Na gut. Ich glaube, viel mehr können wir hier nicht rausleiern. Das ist, glaube ich, das Maximale, was wir kriegen. Und dann bauen wir jetzt hier schon mal Kupfer. Schönes, schönes Kupfer. Gut. Den Rest kann man ja auch später noch machen. Er rekrutiert die gerade. Hier haben wir ihn. Was haben wir für eine Mission eigentlich noch? 12 Einheiten unterhalten. Das werden wir dann auch noch machen. Da kriegen wir Bronze und Nahrung. Triplem, Dankeschön. Und nächste Runde. Oh, ich hätte Aphrodite noch anbeten können für mehr Wachstum. Das wäre noch klug gewesen. Triple, Dankeschön, Mann, für 2 Monate.
Gut, ich weiß nicht, ob ich genug Nahrung habe und Gold und alles. Aber dann hätten wir mehr Wachstum. Würden unsere Städte schneller wachsen. Dankeschön für die 2 Monate. Dankeschön für den Support, Mann. Heed my will. So, wir rutschen jetzt hier rein. Das sieht jetzt natürlich noch super schlecht aus. Massacre the lot. Battle calls. Oh, nein, 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 nein. So. Und jetzt stellen wir ihn einfach hier gemütlich daneben. Und jetzt sieht es schon ganz anders aus. Und wenn sie jetzt rauskommen wollen würden, also uns angreifen wollen, tja, dann sieht es nochmal viel schlechter aus für sie. Das heißt, wir belagern die da einfach zu Tode. Gut. Bei dem hier machen wir jetzt hier Marsch des Hermes, dass wir selbst die Boni haben, mehr Geschwindigkeit, mehr Ausdauer und das für alle Verbündeten in der Nähe. Oder halt hier Ausdauerregeneration, aber das sehe ich nicht so. Ich will, dass meine Truppen innerhalb kürzester Zeit sehr schnell sind, wenn er daneben steht. Oder auch ihn, weil er wird auch schneller dadurch. So. Keulenkrieger und so ein Gedöns, das brauchen wir alles nicht tatsächlich. Ich bräuchte halt echt 660 in diesen Money. Wir können gleich mal gucken, ob wir vielleicht jemanden schon unterwerfen können. Teilweise geht das nämlich super schnell. Wir könnten bei Athene das rausholen. Wir könnten uns mit unserem Bruder verbünden. Militärischen Zugang mit den Ikena, mit Ithaka, Entschuldigung. Diplomatie. Nein. Ich will mal kurz bei den Göttern reinschnuppern, weil hier Zufriedenheit und Wachstum, diese Gebete, haben jetzt nämlich raus. Zeus werden wir Gunst des Zeus, 70. Da warten wir noch. Und jetzt könnten wir direkt schon in die nächste Runde. Ich bin mir halt echt am überlegen, ob wir das noch irgendwie zusammenkriegen hier mit dem. Könnt ihr nochmal einen Löwenanteil fordern? Aber Steine sind schon super selten. Können mit Athen nicht Angriffspakt. Nehmen wir alles mit, was geht. Consider it done. Dann. Nee, die möchte ich nämlich irgendwie noch angreifen. Hier werde ich auch irgendwo noch angreifen. Troja hat natürlich absolut keinen Bock darauf. Wir könnten mit Odysseus natürlich noch was machen. Ich sehe gerade, er ist nicht mehr allzu weit weg, sich als Vasalle zu verdingen bei uns. Wir nehmen mal alle Steine mit. Und so viel Gold wie geht, weil Gold werden wir später auch noch brauchen, um unsere Speerkämpfer zu machen. Ja, das ist gut. Well said. So, militärischen Zugang mit ihnen. Das sind militärische Verbündete mit meinem Bruder, das heißt, es macht eigentlich auch Sinn, bei ihm einfach zu sagen, also gut, wir auch, ne? Wir nehmen auch hier einfach mal mit, was geht. Obwohl das Gold vielleicht sogar besser wäre.
quite. I am keen to hear what Agamemnon has to say. Nee, der will sein Gold nicht hergeben. Wahrscheinlich ein bisschen Holz. Einfach für den militärischen Zugang. Und unter Umständen unterwerfen wir dann anyway. So. Wille der Götter will ich eigentlich noch nicht durchboxen. Es gibt noch nichts, was ich super interessant fände. Nee, das passt schon. Die ersten Runden werden immer ein bisschen länger dauern, damit wir alles anständig aufbauen. So, Aphrodite hat unser Gebet erhört. Das heißt, wir haben hier jetzt Aphrodite aktiv. Wachstum und Co. Das ist gut. Bauen wir ein Gebäude. Das hatten wir abgerissen. Ah ja, das, was ich noch zeigen wollte. Agamemnons Heer. Plus 5 bei der Rekrutierung in dieser Provinz. Plus 5% Reichweite aller leichten Wurfspeerträger. Fraktionsweit. Das heißt, auf dem ganzen Gebiet haben alle Speerwerfer 5% mehr Reichweite. Ich kann dieses Gebäude in allen Hauptsiedlungen bauen. Das heißt, wenn ich 2 Hauptsiedlungen habe, sind es 10%, 15%, ne? Also wenn es funktioniert, das ist mein Ziel. Sie kosten dann auch ein bisschen weniger, die ganzen Speerwerfer. Die kosten mich nämlich Kupfer, das ist nochmal eine kostentechnische Sache. Da bin ich gespannt, wie das hinkriegen. So, dann könnten wir jetzt hier die Statue von Agamemnon bauen. Hier kriegen wir mehr Einfluss, mehr Moral bei den Leuten, die in diese Provinz rekrutiert werden und mehr Nahkampfabwehr. Das machen wir, dass unsere Einheiten dann insgesamt stärker sind. So. Dann bauen wir hier den Anlegeplatz aus. Always outclassing the enemy. Und im Prinzip wäre es das jetzt für diese Runde danach schon wieder gewesen. Die brauche ich halt fast noch nicht. Deswegen spare ich das Geld jetzt lieber noch. 1040 Kupfer. Wir schauen kurz, ob sich jemand unterwerfen will. Nie schade. Wir könnten unter Umständen das militärische Bündnis mit unserem Bruder durchdrücken. Halte ich nicht für unklug eigentlich. I'm sure we can reach an agreement. Wir gucken kurz, ob wir irgendwie noch das genügende Holz rankommen und ein bisschen Gold. Without delay. So, jetzt sind wir in einem militärischen Bündnis mit unserem Brother. Das Prinzip ist nicht schlecht. So, 200 bräuchte ich noch. Wo kriegen wir die 200 noch rausgeleiert? Mycenae's offer is bound to be interesting. Einfach mal nett fragen. Den Plan erinnere mich an das Waldelfen-Let's Play von Total War Warhammer, wo deine Bogenschützen über das gesamte Schlachtfeld geschossen haben. Weiter als die Artillerie. Ja, das ähnliche Ideen habe ich auch hier. Discussion. Nein, da darfst du keinen Bock mit mir was zu verhandeln. Naturally, I'll listen closely to King Agamemnon. Ja, ich denke, das wird das einfach nicht. Ich muss es einfach akzeptieren. Wir könnten jetzt hier nochmal gierig was
zusammenziehen, aber nee, das ist glaube ich nicht so klug. Gründe einen Erlass, erbaue ein Gebäude. Ich würde in der nächsten Runde bauen wie das im Prinzip, ne? So. Ein Erlass in 5 Runden und noch eine Einheit in dieser Armee. Ich will nicht mehr allzu viel. So, nächste Runde. Unser Bruder schippert hier runter, um ihm die Siedlung zu nehmen. Das ist immer der gleiche Feind, den wir da oben haben. Verbessere ein Siedlungsgebäude. Das werden wir alles auch noch tun. Ich wollte eigentlich noch kurz gucken, ob ich den irgendwo einfügen kann. Ne, der ist noch nicht hoch genug vom Level, ne? Stufe 5, Stufe 3. So, wie viele Runden hält der hier noch aus? Victory awaits us. In 2 Runden sind die Vorräte erschöpft von ihm. Dann verhungert er einfach. Was spielt ihr lieber, Total Warhammer oder Troja? Also Warhammer hat halt einfach eine viel größere Diversität. Mit so vielen verschiedenen Zaubern und so vielen verschiedenen Fähigkeiten und Sachen. Ja, aber ich finde Troja eine super tolle Abwechslung. Also es ist, ich weiß nicht, es ist, mir gefällt sehr gut. Troja ist ja eins dieser Testversuche von den Total War-Machern, wo sie noch nicht so genau wissen, ob das gut ankommt oder nicht. 660. Das will ich halt schon noch als nächstes bauen. Und ich finde das Grundprinzip sehr cool. Dass es die Götter gibt, aber sie nicht so aktiv im Vordergrund auftreten. Von euren Vasallen verlangt, müssen sie diese entrichten. Ja. Doch hütet euch davor, dieses Privileg zu missbrauchen. Denn sonst löst ihr Unruhen aus. Genau. So, jetzt kriegen wir sogar eine Mission, wo wir diese Ressourcen fordern müssen. Dann würde ich sagen, dann machen wir das auch gleich. Ich fordere Steine. Jetzt bin ich gespannt, wie sehr die Beziehung leidet. Minus 90, ja, okay. Wir waren dann bei minus 40 wahrscheinlich. Ich kriege immer minus 50 pro Mal, wo ich das mache, so wie es aussieht. Aber das löst sich so oder so wieder. Mit der Zeit geht das dann runter. Mir fehlen gerade noch ein paar. Gerade noch ein bisschen Stein. Vielleicht kann ich ja jemanden zum Vasallen machen. Oh, wo sind die denn? Ah, die sind auch im Krieg mit denen und die wollen Vasalle von mir werden. Um 616 zu kommen, brauche ich genau noch 15 Stück. Den Rest nehmen wir an Holz. So, jetzt haben wir die hier zum Vasallen gemacht. Weil die das auch gleich wollten. Wahrscheinlich haben die relativ viel Bedrohung in der näheren Umgebung. Das heißt, wir haben hier schon eine Inselfraktion, die gewillt ist. Oh, die haben sogar Harpien, sehe ich gerade. Also dieses Symbol hier steht für Harpien. Das sind sehr, sehr starke Speerwerferinnen, die wir auch bei uns in der Armee dann aufnehmen werden, weil die in der Tat einfach unglaublich gut sind. So. In der nächsten Runde verhungert er. Wir bauen es einfach mal aus. Ausgebaut ist ausgebaut. Take them down.
Wir werden halt Zeus als Fähigkeit nicht halten können. Ich will das mit Zeus erst dann machen, wenn eine große Schlacht bevorsteht. Ich finde Total War Warhammer Teil einer besten Strategiespielen, die es derzeit auf dem Markt gibt. Ja, also mit, ich finde es halt mega geil mit diesen, mit der Magie und allem. Das hat halt so, das hat halt wahnsinnige Vorzüge. Ich finde es mega stark, dass sie sowas aufgebaut haben. Feiere ich sehr. So. Ich gucke nochmal kurz drüber. Vasallen, ein Thema. Die hier? Nein? Niemand? Gut. Schutzbündnis. Militärisches Bündnis. Ist alles kein Thema hier. Was habe ich eigentlich denn hier nach Truppenerhebung? Königlicher Erlass in zwei Runden. Siedlungsgebäude verbessern. Können wir dann das hier verbessern? Ein einmaliger Tausch. Ihr möchtet von mir Gold? Nö. So, jetzt erleidet er brutalen Verschleiß hier drin. Ich kann das mal kurz zeigen. Sind sie schon mega geschwächt. Wir könnten theoretisch jetzt schon angreifen. Oder wir warten noch eine Runde. Dann ist im Prinzip für die auch schon vorbei. Ja, wir bauen das aus. So, alle Einheiten, die jetzt hier rekrutiert werden, kriegen mehr Nahkampfabwehr und Moral. Das ist schon mal grundsätzlich gut. Zum Vasallen möchte sich derzeit keiner machen lassen. Er wäre bereit, ein militärisches Bündnis mit mir einzugehen, aber... Nee. Massacre the lot! Rome 2 ist für dich immer noch das beste Total War. Rome 2 ist halt, also Rome ist halt absolut Klassiker, ne? Aber die greifen uns jetzt hier an. Das wird aber spannend. Sehr schön. Strike hard and true! So gut wie tot. Total Destruction! Ja, das lassen wir jetzt kurz automatisch fechten. Müssen wir jetzt nicht extra noch kämpfen. So, wir haben ein bisschen Gold zusammengekriegt. Erfahrung. Und so weiter und so fort. Agamemnon, Moral des Helden. Moral des Helden. Und eine Provinz gesichert. Weil er mein Unterworfener ist, können wir jetzt hier in Alas verfügen. Wir machen mal kurz Wachstum. Ihn schicken wir hier hin. Und hier rekrutiert er jetzt diese Wurfspeere. Und bei denen brauchen wir eben Gold. Und das ist der Knackpunkt. Und dieses Gold kommen wir so leicht nicht ran. Also wir würden diesen Erlass hier jetzt machen. Ja Quatsch, den haben wir schon. 20 Gold haben wir in der Tasche. Rekrutierungskosten für Geschosseinheit. Und dann gehen wir hier auf Munition. Wir versuchen relativ früh schon sehr, sehr stark militärisch unterwegs zu sein. So, wir versuchen das hier noch irgendwie zu beschwichtigen. Ich hoffe, das wird eine produktive Diskussion. Okay, er hat ihm den Krieg erklärt und er hat wohl nicht damit gerechnet, dass wir dem Krieg beitreten. Das heißt, jetzt will er Frieden, wenn er sich dafür uns unterwerfen kann. Weil er befindet sich jetzt mit drei Fraktionen im Krieg und mit denen kann er es nicht aufnehmen.
Wir nehmen ihm alles Gold ab. Sämtliches Kupfer. Das ist jetzt ein Zoll, den er zahlt. Und dafür ist er jetzt unser Untergebener. Wir haben Frieden mit ihm und militärischen Zugang hat er zu uns. Und da sagen wir jetzt ja. Und jetzt haben wir im Prinzip schon ein paar Inseln unterworfen. Das ist ein glücklicher Zufall tatsächlich. Das ist ein sehr, sehr glücklicher Zufall. What can I do for King Agamemnon? Knossos besitzt gut was an Gold. Let us hear ein militärischer what Zugang. Wenn er mir dafür ein bisschen Gold abdrückt. Was braucht er denn? Er bräuchte Nahrung. Wir nehmen ihm, wir tauschen mal dieses Gold- und Nahrungsdings hier aus. Du würdest es gerne auch so gerne spielen, aber was immer noch was du machen sollst. Guckst du hier ein bisschen zu, vielleicht lernst du was. Also wenn du willst. I did not live this long by indulging fools. Minus 99, da darfst du gar keinen Bock, mir was abzudrücken. So, dann graden wir natürlich das Siedlungsgebäude hier noch ab, keine Frage. Ich bin mir am Überlegen, das hier abzureißen. Und was will ich denn anstelle davon reinbauen? Ich meine, grundsätzlich passt das schon. Holz pro Runde. Regierungseffizienz, um königliche Erlasse umzusetzen. Platz des Boten. Das könnte vielleicht was bringen. Dass wenn ich hier zum Beispiel das hier reinmache, dass ich dann vielleicht mehr Kupfer abbauen kann. Das wäre eine Möglichkeit, natürlich. Ich lasse es mal drin. In drei Runden können wir hier den Wachstum fördern, dann ist das auch okay. Dies, das hier fördert den Wachstum auch. Nee, Quatsch. Ich reiße es ab und ich baue eine Statue von Zeus hin, damit wir schon ganz, ganz früh Zeus huldigen können. Das macht Sinn. Das macht sehr, sehr viel Sinn. So, hier machen wir mehr Einfluss, damit dieser Einfluss auch sicher nach oben geht. Jo, im Prinzip ist das auch schon gewesen. Bei ihm machen wir auch, dass er schneller rennen kann. Marsch des Hermes. Alternativ hätten wir Geschossresistenz, aber wenn wir so oder so die besseren Bogenschützen haben, beziehungsweise Werfer haben später, dann ergibt sich das. Okay, er steht immer noch da hinten. Geht mein Bruder irgendwann mal los und macht ihm den Guard aus da, oder passiert nichts? Achilles möchte ein Verteidigungsbündnis. Er hat Gold. Achilles ist mit wahnsinnig vielen Fraktionen im Krieg, schon sehe ich gerade. Ein Verteidigungsbündnis ist grundsätzlich nicht so riskant. Und vielleicht können wir Achilles ja auch noch aus der Ferne unterwerfen, wer weiß. Ein Nicht-Angriffspakt? Nee, das ist süß von dir, aber ich habe da andere Pläne. Ah. Die Korinther greifen die an.
Das ist ganz schlecht. Weil ich meine Einheit noch nicht mal rekrutieren konnte. Disengage. Never beaten. So, wer hat mir denn jetzt alles den Krieg erklärt? Nur sie. Does Agamemnon think to browbeat me? Beyond my skills. I'll do it right. We will go down in history. A god among men. Beyond my skills. Orphan their offspring. Immediate withdrawal. I know their weaknesses. I'm afraid I can't. I love a challenge. Ja, das sind die hier oben, sehe ich gerade. I've got what it takes. Wie kann ich die? Ja, das wird jetzt knackig, weil er mir hier den Krieg erklärt hat. Ah, das geht erst bei Stufe 2. Gut. Und trotzdem Wachstum. Jetzt hoffen wir einfach, dass er nicht das Gefühl hat, irgendwas angreifen zu müssen von mir hier. Obwohl das wahrscheinlich ziemlich sicher tut. Entweder holt er das oder das andere. Nee, er geht zurück. Das ist Glück. Das ist sehr, sehr viel Glück. Fighting fit. Complying. 41 Kosten im Unterhalt, das sind 80. 120, 123, ne? Das geht gerade noch auf. Shepherd of the people. Greatness awaits me. Awaiting orders. Warum hat er das da unten jetzt immer noch nicht eingenommen? Was für ein Depp. Verbündet mit Troja und allem. Oh, Agamemnon, you are living proof of why we shun men. Weniger motzen. Wir nehmen auch von ihr alles Gold. Yes. Weil ich will die Wurfspeere wirklich schon so früh wie möglich, schon so stark wie möglich machen. Hier brauche ich ja noch ein bisschen Gold, sehe ich. Wie sieht es denn aus hier mit meinen Untergebenen? Der hier ist immer noch sehr problematisch. Okay, also bei den schnellen Abkommen können wir nichts handeln mehr. Ich würde in der nächsten Runde sogar schon voll drauf losgehen. Wir beten dann nämlich auch zu Zeus. Das hat nämlich einen Grund. Ihr werdet es gleich sehen, meine Damen und Herren. Oh, nice. Hier haben wir Gold gekriegt. Ein bisschen was. Eine Runde mit 20 Einheiten. Da fehlt uns genau einer. Ach, verdammt.
Also ein Landsem. Verfügt über mindestens 60% Einfluss in den folgenden. Ja, da arbeiten wir tatsächlich dran. Für zwei Provinzen Kontrolle halten. Da arbeiten wir auch dran. Aus der Götter. Nahrung. So. Strong in Konflikt. Wir beten zu Zeus. Geschossschaden von Wurfspeereinheiten. Wir haben eine Hekatombe raus. Sehr gut. Dann bauen wir hier einen wunderschönen Tempel für Zeus. Wir bauen das aus. Wir bauen den Wachstum aus. Ich bräuchte hier echt nur noch Gold. Die Sterne kriegen wir gut zusammen, aber das Gold ist so ein Ding hier, ne? The Lion of Mycenae. I'll win or die trying. Let's make war. Take them down. So. Und für möglichst niedrige Verluste kämpfen wir das mal schnell selbst, ne? Das kämpfen wir mal schnell selbst. Ihr werdet jetzt dann gleich sehen. Ich freue mich so, diese Wurfspeere euch zu zeigen. Die sind wirklich nice. 115 Meter und das können wir noch erhöhen. Nochmal um 10%, nochmal um 6%, nochmal da um 5%, hier nochmal um 5%. Ach, ich freue mich. Das ist einfach herrlich. Dieses Spiel. Einfach gut. So. Hier haben wir einen Eingang. Hier haben wir einen Eingang. Das ist ein doppelter. Hier haben wir eine leichte Erhöhung. Mein Verbündeter kommt von hier. Ich warte zuerst mal, wie er sich aufstellt. Den Göttern sei Dank. Das sind Bogenschützen hier. Er hat zwei Bogenschützentruppen. Ist zum Greifen nah. Oh, er kommt raus, sehe ich gerade. Lol. Damit habe ich nicht gerechnet. Wir nehmen unsere etwas schnelleren Jungs hier. Jetzt auf die Seite. Das weniger schnellen kommen hier hin. Schnell den Plänkler-Modus raus hier. Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Oder das. Wird angegriffen. Ja. Nehmen wir die mal kurz hier rüber. Mache ich mal kurz zu 4. Das ist super schön, dass wir den hier einfach so in den Rücken schießen können. Uff.
beware. Etwas schneller rennen, bitte. Und gewonnen. Nein, nicht auf ihn. Ich töte nur euren General. Okay. Also, wenn er nicht rauskommt und er in den Gängen bleibt, dann kann man gute Linien bauen und die Sperrkämpfer ballern dann einfach oben drüber oder hauen von der Seite rein. Und das ist mega. Jetzt ist er natürlich aufs offene Feld rausgekommen. Hat auch funktioniert. Habe ich nicht erwartet, dass er das tut. So, viele Verluste hatten wir nicht. Die Sperrträger haben ein bisschen gelitten. Ansonsten ging es ganz gut. Will mir am meisten Gold kriegen. Aber wir besetzen das. Das gehört nämlich zu meiner Hauptprovinz. Das schnappen wir uns.